Ich habe gerade Post bekommen. Ich habe bei Amazon Wimpern bestellt, die mit Magnet funktionieren, also diese Magnetwimpern, und will das mal ausprobieren. Angeblich kann man die 40 bis 50 Mal verwenden. Und wenn man den Dreh raus hat, soll das auch sehr gut aussehen. Das werde ich mal ausprobieren. So sieht die Verpackung aus. Ich habe Cat-Eye-Look gewählt. Es gibt auch Natural, es gibt auch Dynamic, Glamour-Look. Man hat noch so eine Anleitung, wie man die benutzen kann. Und so sieht das Ganze aus. Die Wimpern unten, also diese kleinen Wimpern, die setzt man unten dran und oben kommt halt dieser Wimpernkranz dran und dann hat man noch einen Ersatz. Da bin ich mal gespannt. Ich zeige euch das dann, wenn ich die ranmache und ob ich das hinkriege oder nicht. So, ich habe mich jetzt fertig geschminkt. Ich werde jetzt die Wimpern dran machen. Das Schwierige ist vor allem, dass die Pinzetten auch aus Metall sind und dass das halt so magnetisch ist. Die Wimper ist schon mal dran. Und das ist das Endergebnis. Ich kann euch das nochmal so zeigen. Es ist halt, wie gesagt, eine Übungssache, dass sie dann halt wirklich perfekt sitzen. Und ich werde das jetzt heute so im Alltag testen mit den Wimpern und sage euch dann Bescheid am Abend, wie ich die finde, wie der Tragekomfort ist, ob die abgehen oder nicht. Ich hoffe, die gehen nicht ab. Nicht, dass ich irgendwo draußen bin und dann fällt mir eine Wimper ab oder so. Mir gefällt der Look, muss ich sagen. Ich kann mir auch vorstellen, das so öfters zu tragen und vor allem, wenn ich die Handhabung raus habe, dass ich das mal ranmache. So, das ist der Look. Weiß nicht, was passiert ist. Ich bin letztens wach geworden und stehe auf und gucke, der Bilderrahmen liegt auf dem Boden. Ich zeige euch das mal. So eine Fotowand von unserer Hochzeit. Ich hatte die Rahmen von IKEA gekauft und hier hat dieses Foto noch gehangen. Und der ist hingefallen und der Rahmen ist kaputt gegangen, leider. Also ich habe erstmal versucht, den nochmal zu kleben. Hat nichts gehalten, der ist wieder auseinandergefallen, der bringt nichts. Ich habe es versucht mit Leim, ich habe es versucht mit Sekundenkleber, es funktioniert einfach nicht. Deswegen fahren wir jetzt zu IKEA. Weil so sieht die Wand so richtig komisch aus und das stört mich. Wir haben ein Riesenpaket, das müssen wir auch noch abgeben bei der Post. Bei der Packstation, da passt immer das nicht rein, diese großen Pakete. Wir sind jetzt losgefahren und wir wollten ja eigentlich das Paket mitnehmen und das Paket abgeben, habe ich euch erzählt. Aber wir haben es vergessen. Du hast es vergessen. Und weil wir es vergessen haben, müssen wir es dann halt morgen machen. Ich hasse es, wenn ich so riesengroße Pakete zu Hause habe und ich kann da nicht fegen, nicht wischen, gar nichts, staubsaugen. Das ist deine einzige Und das Sorge. stört mich wirklich enormst. Aber es ist echt ganz schön warm, ne? Ja, irgendwie ist es warm geworden. Ja. Zu Hause ist es kälter. Ja. Das Ding ist, meine Frau hat. Die Wieso? kann nicht zu Hause mal in Ruhe sitzen. Die ist hochschwanger, es dauert noch 3, 4 Wochen. Aber die kann nicht sitzen, die muss immer wischen, staubsaugen, Staub nehmen. Ja, habe Küche ich. ausräumen und Ja. alles neu einsortieren. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe, aber ich bin stolz. Die ist so stark. Machst du das? Ja, irgendjemand muss es ja machen. Es ist sonst dreckig, Schatz. Ich muss jeden Tag Staub saugen und ich muss Wieso? jeden Tag Staub nehmen. Kein Mensch muss jeden Tag Staub saugen. Es wird Doch. nicht dreckig dadurch. Ja, trotzdem stört mich. Es ist wirklich so, ne? Viele denken, ich stehe auf und ich chill die ganze Zeit, aber es ist nicht so. Natürlich chill ich auch ein bisschen, aber. Ich stehe auf, ich koche jeden Tag, das dauert ja auch. Dann putze ich, dann mache ich die Wäsche, dann räume ich auf und ich gucke auf einmal, ist schon, weiß ich nicht, Giuseppe schon bald wieder zu Hause. Und so vergehen die Tage so schnell. Und heute habe ich mit meiner Mutter telefoniert und dachte, es ist Mittwoch. Nee, es ist schon Donnerstag, ich habe gar kein Zeitgefühl mehr, seitdem ich zu Hause bin. Ja. Hartz IV lässt grüßen. Naja, ey, ich würde auf jeden Fall einen Hotdog noch essen. Okay, wir nehmen euch mit. Jetzt bei IKEA und gestern hatte ich so Lust auf eine Waffel. Jetzt haben wir uns eine Waffel geholt. Ich habe gerade eben da vorne, als ich mir einen Kaffee geholt habe, da lag ein iPhone 11. Das hat jemand hier vergessen. Ich habe das jetzt bei der Kasse abgegeben. Ja. Gucken, Ich ob habe das erstmal jemand gesagt, abholt.
versuchen mal da anzurufen, aber ja, wir aber haben ja keinen Code. Gesperrt. Genau. Deswegen haben wir es jetzt bei der Kasse abgegeben und dann ruft die Person vielleicht an und kriegt sein Handy wieder. Ja, mein Vater hat auch damals im Baumarkt einfach sein Handy im Regal liegen gelassen. Und dann hat er auch, oder du hast da sogar angerufen, ne? Ja. Da ist jemand dran gegangen. Ja, genau. Und dann hat er gesagt, ja, das ist hier bei Globus oder so, keine Ahnung. Genau. Dann ist mein Vater hingefahren. Ja. Vielleicht klappt es auch so. Ja. Dann, guten Appetit. Sie telefoniert. Echt? Ja, aber ich weiß nicht, ob das Telefon ist oder Handy. Egal, sehen wir ja dann. Hoffentlich findet die Person wieder. Ja. Und jetzt essen. Guten Appetit. Dir auch. Ist das unser Bilderrahmen? Ich glaube ja. Das ist nicht, ich glaube. Doch, nicht. Hey Leute, bitte guck mal, die haben schwarze Kerzen. Ja, die haben wirklich schwarze Kerzen, das passt in meine Einrichtung. Nicht der Dings. Ist das Kaffee? Ihhh. Das riecht irgendwie unangenehm. Nee, das ist. Der stinkt. Was ist das denn? Pfeffer. Echt? Wie dumm ist das denn? Farbe. Sieht aus wie Pfeffer, ne? Schau mal. Boah, nee. Oh, die riechen gut. Mach mal ab da. Ist das das Gleiche? Ja. Aber das ist keine schwarze Kerze. Doch? Nein, nur das Glas ist schwarz. Nein, die Kerze ist auch schwarz. Die ist weiß. Ach so. Hä? Aber dann ist das eine andere. 1,99, doch, das ist eine andere Schutz. Dann riech. Kosten die echt 2,50 teuer? Ne? 10 Euro. Was? Das ist ja echt schon günstiger. Hä, wo ist die ganze Dächte? Warum ist da einfach nur Kerze ohne Dings? Wo will man die anmachen? Hä? Oder was irgendwelche extra, Dings? Oder was? Irgendwelche Leute, die klauen die Dinger. Und dann? Irgendwelche Leute haben in ganz Deutschland das O von Hornbach geklaut, ne? Die sind da hochgeklettert, haben sie O geklaut. Was wollen die mit so viel O's? Weil ich. Und dann hat Dings, dann hat Hornbach Werbung gemacht, gibt uns unsere O's wieder. Echt? Ja. Quatsch. Ich schwöre, haben die mir gestern bei der Arbeit gezeigt. So, wir sind jetzt wieder zu Hause und ich muss sagen, die Wimpern sitzen noch 1A. Joseph hat immer wieder bei Ikea gesagt, ja, deine Wimper ist nicht mehr da und so, aber sie sitzen 1A bombenfest, fühlen sich gut an. Am Anfang hatte ich so das Gefühl, ich habe hier sowas wie eine Gardine, so ein Schleier halt, ne? Aber man gewöhnt sich dran. Vielleicht, weil ich sie auch zu niedrig gesetzt habe, ich weiß es nicht. Aber ich mache sie jetzt auch ab und packe sie in die Verpackung. Also ich kann euch auf jeden Fall die Lashes empfehlen. Wie gesagt, es ist eine Übungssache. Ich glaube, wenn ich das jetzt so noch 4, 5, 6 Mal mache, dann kann ich das einfach immer wieder draufsetzen und immer wieder abmachen. Was halt auch gut ist, dass sie nicht getuscht sind. Also meine eigenen Wimpern sind nicht getuscht und auch die Wimpern sind nicht getuscht. Die bleiben halt auch immer sauber. Also kann ich euch auf jeden Fall empfehlen und werde ich jetzt auch immer wieder benutzen. Das ist so mein Feedback dazu. Dann machen wir sie mal ab. Also um sie abzumachen, soll man hier unten ein bisschen hin und her schieben. So, da hat man schon dieses kleine hier. Sieht man das überhaupt? So ein kleines hat man hier. Und dann, zack, haben wir die auch schon hier. Das Gute ist, da ist ja so ein Magnet drin in dieser Büchse. So. So, sofort ab. Und das auf der anderen Seite. Man muss das halt so ein bisschen schieben. Und vorne auch nochmal. So. Und zack, sind sie ab. So. Genau, jetzt habe ich sie wieder hier reingetan. Hier habe ich noch so einen Ersatz, aber der ist schon irgendwie kaputt gegangen. Dann packe ich sie rein. Und das ganze Ding ist hier magnetisch. Problem ist halt wirklich bei diesen Pinzetten, dass man immer wieder an den Magnet rankommen kann, wenn man die Wimpern ranmacht. Deswegen habe ich mir jetzt so eine Plastikpinzette bestellt.
ich glaube, ist besser. Der ganze Case ist halt, wie gesagt, magnetisch, hat man hier drin und dann klappt man das einfach zu und gut ist und kann sie dann immer wieder verwenden. Auf Verpackung stand, ich kann sie maximal 50 Mal verwenden, dass der Magnet dann irgendwann wahrscheinlich so sich entmagnetisiert. Weiß ich aber nicht, ob das der Fall ist. Kann auch sein, länger, kürzer, werden wir schauen. Aber 50 Mal ist schon viel. Also man wird ja jetzt nicht jeden Tag, kann man aber auch machen, machen auch viele, die dann zur Arbeit gehen und sich das schnell in einer Minute draufpacken und sich das Geld sparen statt eine Wimpernverlängerung. Wenn ich damit nicht zufrieden sein sollte, überlege ich im Frühling, also eher so Frühling wahrscheinlich, so im April, Mai nächstes Jahr, mir Wimpernverlängerung machen lasse für 3-4 Monate im Sommer. Meine Angst ist einfach nur, dass meine eigenen Wimpern drunter leiden. Und ich habe halt in den Bewertungen auch gelesen bei diesen Lashes, dass viele halt eine Wimpernverlängerung gemacht haben, jetzt aber selber keine Wimpern mehr haben, weil die einem ausgefallen sind nach dauerhaften Wimpernverlängerungen und das eine richtig gute Alternative für die bietet. Muss ich mal gucken. Wie gesagt, wenn ich nicht damit klarkomme, dann spare ich mir das Geld und dann kaufe ich mir halt nochmal solche Wimpern und vielleicht tue ich mal einen Natural Look oder einen anderen. Ich glaube, es gibt noch einen Dolly Look oder so. Wie gesagt, das sind diese Cat Eyes. Dachte ich, das passt auch, weil meine Augenform so ein bisschen mandelförmig ist. Gefällt mir auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und vielleicht würde ich das nächste Mal einfach natural ausprobieren oder was anderes. Und es gibt halt die Größe S oder M. Kommt darauf an, wie groß euer Auge ist. Und ich habe S genommen, weil ich kleine Augen habe. Passt auch sehr gut. Aber M würde auch eigentlich gehen. Müsst ihr mal gucken, da steht auch 25 mm und 28 oder so. Wie gesagt, müsste man mal einfach schauen, was bei euch passt oder nicht. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wir werden jetzt noch gemeinsam wahrscheinlich einen Film gucken. Ich schmink mich vielleicht gleich auch ab. Ist auch schon spät geworden wieder. Und wir verbringen noch die Zeit auf dem Sofa zusammen. Das war's dann für heute. I'm ready for your RIP to the girl you used to see. Her days are over.